Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Interview of the Month. They were once on the books together at Bremen. Da ist er ja endlich. Oh, servus. Hi. Schön. Alles gut? Ja, selbst. Gutes Wetter hast du mitgebracht. Danke, dass du dabei bist. Er ist nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein ziemlich großer Autofreak. Eigentlich gibst du ja gerne Gas. Ist Offroad auch ein bisschen Thema für dich, oder? Ja, ist mal was anderes, ne? Da kannst du nicht so viel Gas geben, aber mal schauen, wie es wird. Bevor wir damit anfangen, stellen wir euch Max erstmal in einem kleinen Video vor. An early false start at Bremen was followed by a fresh one in Division 2 with St. Pauli. Back in the Bundesliga, he first helped fire Freiburg into the Europa League. Then Mönchengladbach into the Champions League. After 2 years with the Foles, the Wolves came calling. And with them, he's already won the Super Cup. Das ist was Besonderes, oder? Wenn man den Bayern so ein bisschen was wegnehmen kann. Ja, die Bayern sind es gewohnt, Titel zu bekommen und war sicherlich ein schönes Erlebnis. Ist das auch ein Grund, warum du nach Wolfsburg gewechselt bist? Also auf lange Sicht um Titel mitspielen? Ja, klar. Irgendwann will jeder Spieler mal Titel gewinnen. Und ich hoffe einfach, dass das in Wolfsburg der Fall ist. It's time to hit the off-road circuit. Wollen wir loslegen? Ich sehe gar nichts. Beide Hände ans Lenkrad, Herr Kruse. Wie schnell darf ich denn hier fahren? Die Frage musste kommen. Cars aren't his only hobby. Du pokerst sehr gerne. Wo ist denn mehr Adrenalin? Am Pokertisch oder von einem wichtigen Elfmeter im Supercup? Ich habe ja beides jetzt schon erlebt. Ich saß auch schon am Final Table beim Turnier in Las Vegas. Und auch das ist eine gewisse Spannung drin. Aber natürlich lebe ich voll und ganz für den Fußball. Und da im Supercup war natürlich auch schon ein gewisser Druck, gerade beim ersten Spiel. Aber man hat gesehen, ich kann auch damit umgehen. Hörst du so auch dein Auto waschen eigentlich? Ja, von unten auf jeden Fall. Und hier muss man ein bisschen mit Tempo spielen. Du hörst richtig zu, ist nicht wie auf dem Fußballplatz hier. Ja, auch da höre ich zu. Ist nur die Frage, ob ich auch alles umsetze. Lucien Favre ist ein ganz anderer Trainer gewesen, als es Dieter Hecking ist. Wo sind da die großen Unterschiede? Ja, ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, dass die wesentlichen Unterschiede in der Kommunikation liegen. Und ich tendiere eher zu Trainern, die dann auch viel kommunikativer sind, mit den Spielern sehr, sehr viel reden. Und das hat Dieter Hecking von Anfang an gemacht. Ich wurde nach einem Monat im Mannschaftsrat berufen. Ich glaube, das zeigt auch, wie... Böser Fehler. Ja, das ist genau richtig. Für das Wohle der Mannschaft tue ich alles. Hattest du denn schon mal einen Unfall? Ja, also so richtig nicht. Mir ist mal bei, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf, aber bei 310 der Reifen geplatzt auf der Autobahn. Ja. Das war nicht ohne, aber hab's geschafft. Du warst auch so kurz davor, die WM zu spielen. Dann wurde auch noch der Titel geholt. Wie bitter ist das? Wie gut kann man das verarbeiten? Ja, im ersten Moment sicherlich schwierig. Ich bin vom Typ her so, dass das so 3-4 Tage wirklich krass war, aber dann hat sich das auch relativ schnell wieder gelegt. Natürlich denkt man ein bisschen daran zurück, wenn man dann die Weltmeisterschaft sieht und sieht, wie die Mannschaft Weltmeister wird. Aber ich muss die Chance weiter nutzen und versuchen, jetzt nächstes Jahr bei der EM dabei zu sein. Super. Vielen Dank, dass du mich heil nach Hause gebracht hast. Sehr gerne, immer wieder gerne. Und bevor ich dich gehen lasse, sollst du dich auch noch mal fokussieren, denn wir machen jetzt noch mal eine kleine Challenge. Das gehört auch dazu. Man muss ein bisschen zocken. Klar. Ich bin ein Gewinnertyp. Three shots each into the boot. Winner takes all. Ja, wir wollen alle ehrlich. Ach du liebe Güte. Hätte ich meine Fußballschuhe mitbringen sollen, ne? Ja. Ich würde sagen, der war drin, oder? Ich würde sagen, Wembley. Aber drin. Oh, der war natürlich. Der war Weltklasse. Sogar durch die Mittelkonsole. Er sitzt angeschnallt auf dem Rücksitz, ja. So wie sich das gehört. Oh Gott. Oh, ja. Einmal musst du jetzt verschießen, ne? Ist ja klar. Na komm, erstmal. Oh! Oh ja. Der war drin, würde ich sagen. Der war drin. Als guter Gastgeber müsste ich jetzt eigentlich verschießen. Und danach kannst du wieder sagen, es war extra, aber. Aber ich war noch nie ein guter Gastgeber. Ja, okay. Da ist er drin. Okay. Unentschieden, würde ich sagen. Danke dir. Gerne. Das war, wie ich finde, ein richtig schöner Tag mit Max Kruse. Sehr ehrlich und offen war er. Und ich glaube daran, dass er den einen oder anderen Titel mit den Wolfsburgern hier noch holen wird. Und wenn das nicht klappt, dann kann er ja immer noch Pokerprofi werden. In dem Sinne, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.